Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, liebe Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner, ich würde Ihnen gerne in den nächsten Minuten einiges ja, zu unseren zukünftigen Skills erzählen, die wir brauchen, um sowohl in der Apothekenwelt als auch im Gesundheitswesen dabei zu bleiben, immer mitzugehen und ja auch die neuen Chancen zu ergreifen. Und es geht natürlich nur mit dem gesamten Team, beziehungsweise auch mit natürlich in Zusammenarbeit mit der Führung, die auch sehr neugierig und sehr offen ja durch die Unternehmenswelt geht. Und ja, wer sich schon mal mit New Work beschäftigt hat, der kennt vielleicht die ein oder andere Eigenschaft, die wichtig ist, beziehungsweise Fähigkeit, die man lernen sollte. Und ja, mir liegt sehr am Herzen, Ihnen da einige mitzugeben, weil die einfach auch wichtig sind für ein ja, wertschätzendes Miteinander, für Kreativität, für die Weiterentwicklung des Unternehmens. Eine wichtige Fähigkeit, die Sie auch zukünftig brauchen werden, ist die Resilienz. Und zwar sowohl ja, als Person selbst, also man sollte sich immer fragen, bin ich selbst resilient, bin ich widerstandsfähig, ja, was brauche ich, um auch in Ruhe zu kommen und ja, stressresistent zu sein, aber auch natürlich das Team. Also man sollte sich auch immer wieder im Team fragen, ist das Team resilient, was braucht es dafür? Welche Eigenschaften sollten wir uns aneignen? Welche Fähigkeiten? Wie sollten wir miteinander umgehen? Und was können wir verändern oder was sollten wir beibehalten? Ja, eine weitere wichtige Fähigkeit ist die Kreativität, denn ohne Kreativität können wir auch nichts Neues schaffen und ja, uns einzigartig machen. Das heißt also, wir sollten uns immer wieder überlegen, wie setzen wir bestimmte Dinge für uns um, sodass es für unser Unternehmen passt und wir uns ja damit wohlfühlen, aber auch einzigartig nach außen darstellen können. Ja, es gibt noch viele weitere Future Skills, die wir ja, berücksichtigen sollten. Einerseits ist es Happiness. Also es geht darum, ja, mit Spaß an die Aufgaben ranzugehen, auch alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mitzunehmen und ja, sich wohlzufühlen bei dem, was man tut. Und dazu gehört natürlich auch, Erfolge zu feiern, ja, und die Rahmenbedingungen positiv zu gestalten. Und die digitale Souveränität gehört natürlich auch dazu. Also wir sollten natürlich alle mit digitalen Tools und Anforderungen umgehen können, beziehungsweise lernen, damit umzugehen. Ja, das kann in kleinen Schritten erfolgen. Es gibt sicherlich Kolleginnen und Kollegen, die da etwas schneller sind, andere etwas langsamer. Aber ich denke, wir kommen da nicht dran vorbei. Es ist einfach wichtig, ja, den digitalen Weg mitzugehen und nicht nur vor dem Hintergrund jetzt im Gesundheitswesen des E-Rezeptes oder der digitalen Kommunikation. Es gibt auch weitere digitale Tools, die wir super nutzen können, um auch uns online auszutauschen, zum Beispiel. Ja, oder eben auch Veranstaltungen durchzuführen. Das ist also ein wichtiger Skill. Dann müssen wir natürlich immer an unserer Kommunikation arbeiten, das heißt, wertschätzend zu kommunizieren, ja, individuell zu kommunizieren und auch gewaltfrei zu kommunizieren, das heißt, uns abzugrenzen bei schwierigen Gesprächen und da so ein bisschen die Kommunikationskompetenz zu verbessern. Experimentieren gehört dazu, das heißt also auch Neues auszuprobieren, mal zu wagen und zu schauen, was geht denn, ja, passt es für uns, müssen wir was verbessern, müssen wir was nachbessern, müssen wir was verändern und ja, da, wenn wir experimentieren, kann auch Neues entstehen, auch wenn manche Dinge vielleicht nicht so funktionieren. Und was natürlich auch ganz, ganz wichtig ist, ist visionäres Denken, das heißt weiterzudenken, nach rechts und links zu schauen, zu gucken, ja, wo stehen wir denn in 10 Jahren, wo steht unser Unternehmen in 10 Jahren, ob das jetzt die Apotheken sind oder andere Unternehmen und ja, zu gucken, wie kommen wir dahin, also was sind die nächsten Schritte und
Ein weiteres ganz, ganz wichtiges, eine wichtige Fähigkeit ist das Lernen. Das heißt, wir sollten nie aufhören zu lernen. Das funktioniert auch nicht mehr. Auch Spaß am Lernen zu haben, selbstständig zu lernen, ob das jetzt online ist, in Kursen vor Ort. Ja, das sei dahingestellt, aber es ist einfach wichtig, dabei zu bleiben und ja, und dabei auch ja, weiterzukommen und Spaß zu haben. So viel erstmal in einem ersten Schritt zu den Fähigkeiten, zu unseren Future Skills, die wir haben sollten. Es gibt noch viele, viele mehr, aber ich wollte Sie so ein bisschen inspirieren, in die Richtung zu gucken und zu schauen, was passt denn für Ihr Team, wo könnten Sie es so ein bisschen nachbessern, wo macht es Sinn, ja, sich weiterzubilden, vielleicht das ein oder andere Seminar zu besuchen. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne an mich unter info@sabineherbst.de. Und ja, ich freue mich auf Ihre Rückmeldungen und auf das Gespräch. Ihre Sabine Herbst.